So. Hier haben wir gleich ein Holzwerk. Da könnte man dann natürlich dann die ersten Güter auch gleich transportieren. Schauen wir mal, wo geht das Holz hier hin? Hier rüber. Das heißt, wir bräuchten quasi eine Linie, die hier rüber geht und hier an dieses Holzwerk ran und könnten natürlich dann auch irgendwie gucken, dass wir dann gleich mit Gütern versorgen. Die würden uns abnehmen, 36 im Augenblick. Mit Pferdekutschen ist das so eine Sache. Wahrscheinlich läuft diese Linie tatsächlich schon. Nee, läuft sie noch nicht. Okay. Hauptstadt, zwei Zentralbahnhöfe sind zum Beispiel, einen Norden und einen Süden. Müsste genauso funktionieren, wenn man in der Mitte eine Tram zieht. Könnte das ganz gut funktionieren. Ich sehe hier zum Beispiel gerade, dass es auch extrem gut läuft hier unten. Also hier warten auch schon tatsächlich sehr viele Leute. Da könnte man versuchen, nochmal mit Pferdekutschen ein bisschen zu arbeiten. Und hier noch ein bisschen den Takt zu erhöhen, einfach um noch mehr Leute hier reinzubekommen. Vielleicht bis die Lok dann tatsächlich da ist. Jetzt schaue ich mal hier oben. Hier oben geht nämlich auch nochmal richtig was. Da könnte man auch nochmal kurz ein bisschen mit Pferdekutschen aufpimpen. So, die sollten jetzt funktionieren. Zeig mal schnell her. Yep, 62 und 84. 84 wahrscheinlich da ins Gäschen. Skäschen. Ah! So, jetzt schauen wir mal, was hält denn der Chat? Saftige Minus. Ja, gut, am Anfang erstes Jahr. Ich kann das Ganze ja mal beschleunigen, wenn ihr möchtet. Genau, beide Bahnhöfe müssten dann mit Shuttlebussen versorgt werden oder halt eben einer Zentraltram. Was? Ein Bahnhof, der kostet 70 Millionen, gibt es als Mod? Wahnsinn, Freunde. Nikolaus, gleich eine zweite Verbindung. Du meinst hier quasi dann runterwärts, wahrscheinlich Richtung Hasselbach. Finde ich auch eine gute Idee. Könnte man auch machen, aber wie gesagt, ist halt auch eine Geldfrage irgendwo. Sehe ich gerade im Moment noch nicht so. Erstmal die bestehende Linie jetzt ausbauen, auch zweispurig, beziehungsweise zwei Loks, weil 14 Minuten ist schon eine harte Nummer. Ja. Da wird es uns noch ein bisschen scheppern, glaube ich. Zwergenarmy! Schreibt Herr Greencat, ja, an der Stelle. Richtig so. Was? Der Stream ist bei dir grün? Das könnte am Gras liegen. Ja, ja. Zwergenarmy schreibt der Luca auch noch gleich. Wahnsinn, Wahnsinn, Freunde. So, wie viele nimmst du mit? Null. Das ist wenig. Das heißt, diese Lok hier tatsächlich funktioniert erstmal kein Meter. Innerstädtisch schaut es ganz gut aus, aber die Lok 13 Minuten, die macht uns noch ein bisschen Kopfzerbrechen. Dafür funktionieren die innerstädtischen Linien echt ganz nett. Der erste kommt ins Plus reingehüpft. Jetzt müssen wir das Ganze mal laufen lassen. Jetzt haben wir auch tatsächlich einen, der mal am Bahnhof steht. Wahnsinn, es dauert am Anfang ja natürlich immer ein paar Sekunden, bis das läuft. Wo ist denn der hohe Takt hier? Skäschen. Für Nikolaus, die Güter fließen ja schon tatsächlich einmal von hier rein und dann hier rüber. Okay, dann könnten wir den hier nutzen, um das Gässchen zu versorgen und den hier. Oh, warte mal. Hier unten ist ja auch nochmal eine. Oh, hier gibt's Güter. Oh, die Güter liegen hier richtig schön. Ja, die Güteranbindung sehe ich tatsächlich an der Stelle auch. Schaut gut aus. Könnten wir nutzen. Für unsere Zwecke missbrauchen. Und pleite. Na, im Leben noch nicht pleite. Das fängt doch gerade erst an, interessant zu werden. Ja, die Leute wollen nicht außerhalb arbeiten. Bei der Fahrtzeit würde ich auch nicht außerhalb arbeiten wollen. Aber es ist tatsächlich, zwei wollen schon mitfahren. Jetzt kommen die Millionen. Ja, jetzt kommen sie. Wieder, da sind drei. Vier. Die nimmt aber leider nicht mehr mit. Dafür ist er zu schnell weg. Vladan dabei, zwei, einer springt auf halbem Wege ab, na, kommt einer an, es läuft. Und hier stehen schon 12, also Freunde, es geht bergauf, einfach mal kurz abwarten, ein bisschen locker flockig durch die Hose atmen, dann wird das schon, bin mir sicher.
Ja, was ist denn da im Chat wieder alles los? Mensch, bisschen Risiko. Ja. Ein Risiko. Nee, das wird, Freunde, es wird, ich verspreche es euch. Vielleicht. Mit Liebe. Und mit Glück. Jetzt gucken wir mal, was läuft denn hier gerade. Train Fever. Ui, auf Twitter geht es tatsächlich auch schon wieder ein bisschen ab. Mensch, Mensch, Mensch. Ich versuche das hier mal ein kleines bisschen auch zu verfolgen am Handy. Ui, 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 ui. Ich würde sagen, der Anfang ist gemacht. Das läuft. Oh Mensch, geht schon wieder rund hier. Ich darf gar nicht aufs Handy gucken, sonst vergesse ich den Chat wieder. Eieiei. Aller Anfang ist schwer. Der DLC, das waren, glaube ich, diese amerikanischen Linien, wenn ich jetzt nicht ganz täusche. Ich habe das so halbwegs noch im Kopf gehabt. Fand ich auch interessant. Mal gucken. Ich bin auch gespannt, wie dann die ganzen Mods auf den DLC reagieren. Da wird es wahrscheinlich wieder Riesenchaos geben. Da werde ich dann wahrscheinlich wieder tausende Mods raushauen müssen. Also wenn der DLC kommt, hoffe ich, dass es tatsächlich dann auch weitergeht. Wie werden die eigentlich versorgt? Voll versorgt mit 27 Gütern. Eieiei. Lustig, lustig. So, jetzt zeigen wir mal her. Die machen mittlerweile gut plus. Noch nicht ganz so, wie ich es mir wünschen würde. Hier kommen auch tatsächlich jetzt mal Menschen an, die auch gerne mitfahren würden. Das heißt, wir kommen jetzt wahrscheinlich bald Richtung A30. Das Ding fährt voll. Ja, wunderschön. Jetzt muss es nur noch Geld verdienen. Oder zumindest nicht mehr so viele Schulden machen, damit unsere innerstädtischen Linien uns ins Plus heben. Kriegen wir aber gleich. Ich glaube, das wird ganz gut gehen. So, jetzt schauen wir nochmal schnell. Luca schreibt ja. Heche schreibt, am Anfang ist schwer. Stefan, ich bin ja mal gespannt auf den DLC. Genau. Au, pa Panda. Ja, SBB-Modden. Eieiei. Kürzere Strecke bauen von Öl zu Gütern. Ja, die Ölgüterlinie hier drüben. Da müssen wir auf jeden Fall so eine direkte Verbindung schaffen, einfach damit es schneller geht. Das stimmt schon. Aber das werden wir am Anfang wohl erstmal so lösen, dass hier die Pferdekutschen durcheiern, weil dann nochmal was durchbauen. Lieber sparen wir das Geld erstmal für eine neue Lok dann auch an. So, wie viele stehen jetzt hier? 18 augenblicklich. Da kommen aber noch ein paar. Jetzt gucken wir mal, was das Ding verdient. Ui, 218. Und schon im Plus das Gerät. Wunderschön. Jetzt stehen natürlich hier auch wahrscheinlich tausende Menschen an und wollen hier mit unseren Postkutschen mitfahren. Und die ist mit. Ah, die hat nicht mal alle mitgenommen. Das ist ja echt gemein. Also ich würde sagen, wir den Kutscher den werden wir jetzt auspeitschen. Habe ich eine Liste, wo alle Mods gelistet sind? Ja, aber ich glaube, da kann die Community helfen. Ja. Und dem Nobby erklären, wo er die findet. Die ist auf zwergtube.de tatsächlich zu finden. Das kann ich ja an der Stelle auch mal kurz übernehmen. Auf zwergtube.de findest du unter FAQ eine Trainfever-Mod-Liste und da findest du dann ungefähr gefühlt 12 Millionen Links von allen Mods, die ich verwende. Also richtig, richtig viele. Moin Zwerg auch an Moin Noah zurück, ja, Hallöchen. Good GameStar. Sagt, er hatte Schwarzbild und guckt über Tablet, aber sollte jetzt funktionieren, meint er. Okay, wir hoffen an der Stelle. So. Jetzt gucken wir mal, wer ist denn hier gerade unterwegs? Der Obergönner ist noch da. Der ist noch ein bisschen, der braucht noch ein bisschen, der muss mental jetzt auch noch ein bisschen runterkommen, ja. Weil, ihr wisst ja, der Obergönner ist ja später auch wahrscheinlich mit am Start. Also ich vermute mal, dass er noch am Start ist. So war zumindest die letzte Aussage. Ich denke mal, da ist er noch dabei geblieben. Und dann wird er nämlich mit uns ein bisschen survivalen, habe ich gehört. Da bin ich gespannt drauf. So, Moment, muss mein Mützchen mal wieder richten. So. Welches Setting? Das ist eine große Welt, mittleres Gebiet, 1850, Startjahr. Und 5000 Abonnenten ist der Seed zum selber spielen. So, und das Ding hier hinten werden wir jetzt auch mal kurz annektieren. Ja, einmarschieren in dieses Teil. Machen wir hier so ein kleines Gerät rein.
Kostet tatsächlich auch nicht mal die Welt, hier so ein kleines Milli-Depot einzubauen. Und hier noch eins rein. Jetzt müssen wir ein bisschen sparen. Die Sparsocken anziehen. Und liefern das nämlich dann hier ran. Wenn wir dann genug Geld dabei sammeln haben. Kostet uns 23.000. Startet eben neu. Was haben wir dann noch? Wie lange geht der Stream? Der Stream heute wird tatsächlich bis 22 Uhr gehen. Allerdings nicht die ganze Zeit Train Fever. Das heißt, wir spielen jetzt erstmal bis 18 Uhr spielen wir Train Fever. Danach gibt es eine kleine Pause, 15 Minuten rum. Da kommen dann die ganzen anderen noch mit in den Teamspeak und in die Aufnahme mit rein. Das heißt, schaut auch den Multi-Twitch an, dann seht ihr nämlich, wie die anderen alle aufploppen. Ja. Und dann geht's weiter mit Rust bis 20.15 Uhr ungefähr. Dann ist nochmal eine kurze Pause und in der entscheidet sich dann, was in der dritten Runde gespielt wird. Da könnt ihr immer noch auf zwergtube.de live abstimmen in einem Artikel, also in einem der neuesten Artikel. Da könnt ihr mal kurz reinscrollen. Und dann könnt ihr euch das eben angucken und könnt quasi selber live mitentscheiden, was passiert. Entweder weiter Rust, wenn es euch taugt, oder aber beispielsweise 7 Days to Die. Ja, hatten wir auch mal vorgehabt, wollten wir auch mal eine Zeit lang spielen. Und ich würde sagen, da kommt dann auch noch was. Also wir haben da noch schon ein bisschen Plan. Ja? Also ein bisschen. So, und jetzt mache ich mal was ganz Verrücktes. Und zwar, ich mache jetzt eine Linie für das alles. Das bedeutet, wir machen das jetzt. Güter Nikolaushof. Ich hoffe, das funktioniert. Ich denke aber ja. Und dann brauchen wir jetzt hier für diese Linie Pferdefuhrwerke. Die können nämlich alles mitnehmen. Und da kaufen wir uns jetzt mal richtig satt an den Dingern. Und das war es nämlich auch schon. Und übernehmen dann diese Linie. In der Hoffnung, dass er sie übernimmt. 4 Minuten, sagt er jetzt. Augenblicklich. Müssen wir dann wahrscheinlich noch ein bisschen gucken. Aber jetzt kommt hier die Pferdekutschen-Army. Ja, ab geht's. Hey, Hallöchen an alle, die jetzt erst dabei sind. Ja, kann ich Rust Let's Playen? Ja, tue ich. Ab 18 Uhr. 15 wahrscheinlich. Zwischen 18.15 und 18.30 geht es dann weiter. Hat jeder nochmal kurz Zeit. Eine kleine Pinkelpause, ihr wisst schon. Oh, und dann könnt ihr quasi live mit uns entweder mitspielen, ja, weil wir werden den Server nicht geheim halten oder was. Sondern wir werden... Herzlich willkommen an der Stelle, ja. Oder aber ihr könnt, wenn ihr Bock habt, dann eben, ja, einfach zuschauen. Und natürlich im Chat wild begeistert mitmachen. Und ich sehe gerade auch, geht es gerade richtig rund. Ich schaue gerade mal auf die aktuellen Statistiken. Und es sind momentan auf zwergtube.de, YouTube, sind gerade 18 Leute am gucken. Das ist schon mal Spitzenwert für heute. Finde ich klasse, dass so viele Leute gerade unterwegs sind. Ich finde das allgemein klasse. Ich habe das letztens mal, gestern Abend war es, habe ich mal kurz mich mal zurückgelehnt und habe mir so gedacht, Mensch, die Tage, in denen ich ein View hatte und vielleicht mal so einen Kommentar die Woche, ist ja noch gar nicht so lange her. Wenn ihr überlegt, den Kanal gibt es ja erst seit gut nicht ganz einem Jahr. Ja, das ist krass. Das ist krass. Das ist absolut krass. Das ist für mich auch noch immer noch so völlig unbegreifbar. Ja, also das ist so, ich schaue mir das an und denke mir so, meine Fresse, das gibt's doch gar nicht. Mehr Space schreibt da auch der Luca. Der wünscht sich scheinbar Space Engineers. Ja, du kannst tatsächlich in dem Vote auch ein anderes Spiel zum Beispiel eingeben und dann halt eben das voten, wenn du magst. So, was haben wir denn da noch? Was haben wir denn da noch? Da ist ja noch ein Ölvorkommen. Warte, wo ist es? Da hinten, ja, das ist ein bisschen arg weit. Checken wir erstmal, dass das hier alles unsere Linie nutzt. Der sagt nämlich noch Nein hier, das heißt, wir brauchen auf jeden Fall mehr Pferdefuhrwerke auf der Spur. Nehmen wir mal hier so einen richtigen Schub da drauf. Ist nämlich auch ganz gut, jetzt sind nämlich die ersten schon losgefahren, da können die anderen auch gleich hinten ran wiederkommen. Jetzt ist natürlich hier, könnten wir natürlich auch nochmal Folgendes machen, um die ein bisschen auf der Strecke zu verteilen, können wir Vollladen einer Fracht sagen.
Das wäre, glaube ich, jetzt erstmal eine Idee, die könnten wir mal verfolgen. Öler, Öler, Öler. Ja, der Öler. Der kommt mit Sicherheit auch noch. Aber jetzt warten wir erstmal, was hier passiert. Hier steht tatsächlich das erste Sam Oil. Ja, wird hier gebunkert. Und wird auch gleich abtransportiert mit viel Glück. Dann können wir nämlich die Pferdefuhrwerke ein bisschen ziehen, wenn das hier aufgebraucht ist, alles. Das wollte ich jetzt so nicht tatsächlich. Wollten wir das anschauen. Dann können wir mal. Kann ich nämlich in der Zeit, wo die hier alle warten und rumstehen, kann ich mal kurz gucken, dass das hier auch halbwegs vernünftig läuft. Ah, jetzt stauen sie sich nämlich schon. Kommt nämlich auch wieder Oil rein. In 8 Monaten ist eine Vergrößerung geplant. Auch sehr geil.